Das auf Level 9. Wer war von denen jetzt Level 9? Skelengel? Nee, Skelengel ist tot. Wer war Level 9 jetzt? Habe ich das... Ich habe jetzt gerade echt komplett... Brainfart. Immerhin Ryokishin können wir jetzt entwickeln lassen. Das ist cool, das ist schon mal was. Ach, der Feuermeer! Ja, stimmt. Das stimmt, aber der hat sowieso... Der kann jetzt in Pension gehen. Müsste eigentlich. Also technisch gesehen dürfte der Feuervogel genau dasselbe können. Wait, what? What? Shadi? Was willst du denn? Weißt du, wir haben hier eine Final-Boss-Diskussion. Und dann kommst du, Boon? Du? Und du bist auf einmal Finsternis. Oh, passt auf, er ist irgendwie... Er ist irgendwie von Bösen besessen oder irgend so ein Blödsinn. Ich sag's euch. Irgend sowas. Der Side-Character. Das in die Lache. Der Side-Beppo. Der Side-Billo. Der. Ausgerechnet du. Komm, du bist irgendwie vom Bösen besessen oder sowas. I call it. Dass ich mich noch einmal mit dir duellieren darf. Es muss eine größere Macht am Werke sein. Oh, schade. Ach, wirklich? Selbst Yugi denkt sich. Aha. Echt jetzt? Ich werde dich einem letzten Test unterziehen. Lass uns sehen, ob du ihn bestehen kannst. Mach dich bereit, Yugi. Zeit für ein Duell, Shadi. Alter, da ist ein Drache in deinem Kristall. Just saying. Why? Warum Shadi? Warum der fucking Side-Character? Und rennt der auch noch mit Darkness rum? Das, als würde er darum bitten, auf die Fresse zu kriegen. Darkness, 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 Feuer, Darkness, Blitz, Blitz. 7? Echt? Okay, dann. Warte mal. Stimmt, jetzt haben wir 9999, wir sind jetzt maxed out. Hier, warte mal, ich möchte mal kurz, Attribut. Feuer da. Ich möchte mal nämlich kurz vergleichen, er ist jetzt Level 9. Er ist sowieso der absoluteste Beefcake. 391 Attack. Gegen, wo ist der Vogel? Ich habe ihn nicht ins Deck genommen, ich Idiot. Ich hab den Vogel nicht ins Deck genommen. Ich hab das total vergessen. Scheiße, ich hab das total vergessen. Ja gut, dann müssen wir jetzt erstmal nochmal mit unserem Flammenmeer tatsächlich vorlieb nehmen. Ist das halt so. Gut, also. Ruh dich aus, Pinguin. Du kommst das nächste Mal wieder. Du entwickelst dich. Dann. Er hat überwiegend, das heißt, wir können Lichtmonster mitnehmen. Können gute Lichtmonster. Du bist hier gut. Du bist hier gut, Blue Eyes. Du wärst auch gut, aber du bist gerade teuer. Was hat er denn noch gehabt? Blitz hat er. Und Feuer hatte er eins. Ja gut, für ein Feuer nehme ich jetzt kein Wasser mit. Zumal unser Pinguin tatsächlich ja... Ja, der braucht eine Pause. Lavas wäre dämlich eigentlich. Aber er ist eine gute Wahl, Alter. Ist gerade alles so teuer. Ups. Was machen wir denn jetzt? Nochmal Metallsoa versuchen zusammenzukriegen? Wie viel teilst du aus? 215, das ist gar nicht mal schlecht. Komm.
Harp hier könnte auch gut sein. Zwei haben wir noch. Können wir uns entweder einen richtigen Beeflord holen noch? Du machst ja mal gar nichts. Du bist einfach nur cool. Da hört es auch schon wieder auf. Oh, so, Anna. Könnten wir... Scheiße. Können wir irgendwen gerade ersetzen? Ja, warte. Machen wir das so. Dann werden wir das mit der Fusion nochmal nochmal versuchen. Und gucken. So, dann wollen wir doch mal. In der Hoffnung, dass wir dieses Mal Metall Soa tatsächlich behalten dürfen. Wow. Okay, die Map ist immerhin ziemlich straight. Das gefällt mir. So, dann werden wir erstmal wieder Metall Soa zusammenbasteln. Feuermeer. Ryokishin muss entwickelt werden. Also wir haben hier... Die ersten Runden sind erstmal Prep. So viel ist man sicher. So einfach müssen wir erstmal einiges an Präparation machen. Und Blue Eyes. Good old Blue Eyes. Blue Eyes is back, Erg. Und schon wieder. Sag mal, sind wir auf dem Mittelaltermarkt oder... Ich duelliere... Shadi, du bist hier der schätzungsweise vorletzte Gegner. Ne? Der vorletzte Gegner. Und es spielt hier Musik, als wären wir auf irgendeinem Mittelalterfest. Nichts gegen Mittelalterfeste, ich würde zu gerne mal auf eins gehen. Aber es passt so überhaupt nicht. So, einen müssen wir entwickeln. Ich habe das Gefühl, wir beißen hier gerade mehr ab, als wir können. Und jetzt komme ich, Yugi. Nee, das will ich nicht. Bitte nicht. Ich habe gar nicht geguckt, was du hast. Keine Ahnung, was das ist. Ist das ein Kuribo? Willst du mich tatsächlich mit einem Kuribo und einem Nadelbalbe? Was? Ist das dein Ernst? Ich werde deine Verteidigung... Sabbel nicht. Nadelball? Ushioni? Ah. Was auch immer das ist. Typhoon 2. Oh, Donnerdrache. Oh. Oh, davon hätte ich gern zwei, bitte. Und einen Dönerball hat er noch. Oh, Mensch, das... Ich weiß nicht, ich bin so... total entspannt, wenn ich diese Musik höre. Was? Angaben Monster Nachfusion. Also. Nö, ist okay, wir haben das schon mal. Das haben wir schon mal gehabt. Das hat gut funktioniert eigentlich. Das letzte Mal hat das nur nicht funktioniert, weil wir auf einmal gesagt haben, ja geil, Lava. You remember? Ja, Hand heben. He's back. Monster Hunter zocken. Ne, ich glaube nicht. Thing's dead. Weiterentwickelt. Kostet zwar jetzt einiges, diese Runde hier. Aber es lohnt sich bei ihm. Er bleibt so schnell. Kostet ein klein bisschen mehr, macht aber auch mehr Schaden. Zeig deine wahre Stärke. Shagadi Wagadi Wu. DNA-Digitation mit dir selber. Guck dir meine Hand an.
Nee, Monster werden nicht geheilt. Das wäre mir neu. Das wäre auch irgendwie merkwürdig, wenn man es jetzt mal so überlegt. Die Musik ist so unglaublich langweilig hier. Dafür, dass wir hier wirklich schätzungsweise im vorletzten Kampf sind, ne? Ist die Musik so unglaublich langweilig. Wo willst du denn hin? Ich glaube nicht, dass du da hoch kannst. Wurde zumindest nirgendwo gesagt. Ja, das gesamte Ding ist off limits. Also sich da auch nur hinzubewegen ist sinnlos. Ja, wir müssen hier mit ein bisschen wenig aushalten. Fällt mir jetzt mal so nebenbei auf. Ist wahrscheinlich der Gimmick, das Gimmick dieses Bretts. Ist jetzt nicht so schlimm eigentlich. Machst halt einen Move weniger. Musst ein bisschen mehr nachgucken, was du bewegst und wie du es bewegst. Er klobt sich da wieder ein bisschen zusammen. Ich genauso. Außer das Ding will er tot sehen, offenbar. Alter, solche spielt sowas auf meiner Beerdigung ab, ey. Du kannst dich ja nur. Ja, warte mal. 1, 2, 3. Ist doch super easy. Hier. Fuck you. Und dann. Hier. Warte mal, wie weit kannst du... Du hast nur ein Angriffsreichweite. Das heißt, ich kann mir ja so locker hier hinstellen. Dann habe ich die freie Auswahl, wann ich dir das Gesicht eintrete und wann nicht. Ja, man muss hier mit ein bisschen haushalten, aber... Ich denke mal, ich setze lieber ein bisschen mehr AP in Power. Und schlag ihm dann lieber den Schädel weg. Anstatt mir jetzt Monster zurechtzulachen, die allesamt unterentwickelt sind und nichts tun. Ja, Mensch. Welcome to my attack zone. Einwohnerzahl, du. Okay, was ist jetzt hier, um mich abzufucken? It's a dragon, okay. Jetzt sag mir nicht, der frisst irgendwie eins meiner Monster oder so. I will fucking flip my shit. Was? Was? Scheiße, der lebt! Okay. I am scared now. Das Ding ist mir jetzt ein bisschen unsympathisch. Suddenly Dragon. Super Slash, noch mehr Slashen und ein Bodykick. Nice. Oh, guck mal hier. Können wir ihn hier hinstellen und ihn von hier aus einmal reinhauen. Guter Damage. Macht er was? Ich denke mal. Deswegen werde ich jetzt auch nicht zu viel riskieren hier. Ich werde mit der Valkyrie noch hier hingehen, um das Ding wegzurasieren. Ja, damit wir das schon mal los sind. Aber danach... Ich würde vom Teppich runtergehen. Ja, ist mein Plan, aber... Das Problem ist, ich kann ja jetzt nicht mehr. No turning back. Ich hoffe mal einfach, dass das noch vielleicht einen Zug dauert, bis das Ding durchdreht. Dass ich noch die Möglichkeit habe zu fliehen. Oh nein, ein Kuribo greift mich an. Oh nein. Als dieser Teppich irgendwas indiziert, hätte ich mir schon fast gedacht. Nur.
Wie gesagt, ich hoffe, ich kann jetzt hier noch schnell runter. Ja, kann ich, okay. Sehr gut. Dann aktiviere Fluchtmodul. Um genau zu sein. Du haust dem Vieh, während du nach hinten gehst, sogar noch mal eine rein. Boom. Weißt du was? Schönjug. Weißt du was? Ist mir scheißegal, was mit ihm hier wird. Come at me. Come at me, Dragon. Come forth. Das Gute ist, sie kann dann immer noch Viecher beschwören, sollte es eng werden. So, sein Donnerdrache. Den hätte ich sogar gerne. Ja, er passt da jetzt auch schon auf. Der hat auch Schiss. Der weiß, dass da was passiert. Und wahrscheinlich mein Ryokishin kriegt das jetzt voll ab. Ja, er kriegt's voll ab. Barf! Wunderbar. What happened? Oh, wow. Was ein Assi-Drache. Kommt einfach an und sagt sich, nur barf. Ende. Miau. Na, komm mal her. Komm mal ruhig her. Komm, tanz mal an. Ich beschwöre in der Zeit mal, ne, Hobby oder Mind, ich beschwöre mal einen weißen Drachen. Und ich beschwöre auch mal eine Kakerlake. Ich hoffe, da ist nichts gegen. Komm du mal Richtung Drache. Wie wär's damit? Wieso hat der eigentlich davon gerade keinen auf dem Zimmer gekriegt? Oh shit, so ein Sonderdrache ist flink. Ja, schnell drauf. Wumm. So, was machen wir denn da jetzt? Ich komme nicht wirklich in Reichweite. Nö. Zack. Bewegen wir mal die Harpie und unseren weißen Overlord. Kakerlake darf auch dazukommen. So. Komm her. Komm ruhig. Trau dich auf den Teppich. Der ist schön und flauschig. Ja. Dir ist bewusst, dass ich zurückschlagen kann, ne? Und dass das eigentlich etwas ist, was du fürchten solltest. Weil, ne, dein Vieh ist Finsternis. Meins ist Licht. By the way, Barf Dragon! Alter, genau in seine Masse! Genau in seine Masse gerotzt! Oh scheiße, das heißt, das nächste Mal geht er auf mich los. Wie nur auf ihn? Was ist das denn? Er hat gerade seine gesamte Masse hier voll gebarft. Und du willst mir sagen, dass er nur den einen da getroffen hat? Fick dich, Spiel, ich hasse dich. Oh Mann. Ich habe... Okay, dann wollen wir mal gucken. Weil jetzt bin ich wahrscheinlich derjenige, der gleich auf den Sack kriegt. Von daher. So. 403! Boom! Oh, ja. Ach, das war Finsternisatem. Ja, na dann. Das ist ja was ganz anderes.
This is something completely different. Pure... Was soll ich tun? Wie wäre es mit aufgeben? Es würde uns allen einiges an Zeit ersparen. Du Shutfuck. Easy. Still easy. Okay, nicht mehr so easy, aber okay. Ja. Hält er aus. With ease. Okay. Jeder zu. Ja. Ist okay, Yugi. Macht nicht viel. Könnt sie hierhin begeben und gegen ihn hier kämpfen lassen. Mit relativ wenig Effekt. Müssen wir mal gucken. Was machen wir mit Zoa hier? Ach, du kannst einfach hier hin. Easy. Machst auch nicht viel Schaden an sich, aber... Weißt du, das hier ist eigentlich... Da schicke ich den Flammenmeer gleich hin. Der radikalisiert das Ding aus und ist gut. Also ich weiß auf jeden Fall, die nächste Ladung möchte nicht ich abbekommen. Und da geht er drauf. Ja, es ist bislang immer noch alles leichter als Bakura mit seinem Kürbis das eine Mal. Weil das Ding war ziemlich heftig. Just saying. Wieso? Weil du ein fucking Side-Character bist, Shadi. Das möchte ich dir immer mal wieder sagen. Du bist nur ein fucking Side-Character. Deine Existenz hat hier eigentlich nichts verloren. Nur mal so nebenbei. Du bist ein fucking Side-Character. You don't deserve this. Alter, wir überrennen den Jungen. Der wird niedergestampft. Wir verlieren wahrscheinlich unsere Valkyrie. Nicht mal. Na, noch nicht. Oh shit, der tut weh. Der schreckliche Terror. So, was bist du denn? Bodycheck. Falcon Punch. Was ist der denn? Ja, der Schütze ist einfach OP. Deswegen kommen wir ersetzen ihn auch nicht durch den Vogel. Komm, der hat sich's verdient, hier so lange zu sein. He deserves this. Das hat der verdient. Er ist seit Anfang des Spiels da und one-shottet kontinuierlich fast alles, was ihm in die Quere kommt. Pfingste Tröte. Kaboom. Wow, ich muss im Grunde schon überlegen, wen bin ich am ehesten loben. Was kriegt meine Seite ab? Mundgeruch? Offenbar Waldatem. Waldmeistergeschmack. So, wenn ich mich jetzt nicht täusche... Ist das jetzt hier sogar schon Game? Hoi. Ah, eine Arschtube. Unser aller Favorite. Weil's so schön war. Das glaube ich nur ganz schwer zu erkennen. Dürfte eigentlich nicht mehr allzu lange dauern. Ich habe hier nur gerade einen schrecklichen Case von Side-Character. Jeder sagt, kein Problem.
Ich find's halt nur interessant einfach, weißt du? Wir haben hier Shuddy, ne? Dieser Bilbo. Ja, ich weiß, wer Shuddy ist. Der denkt einfach, oh ja, weißt du, ich bin voll wichtig. Ich bin jetzt der vorletzte Gegner. So wichtig bin ich. By the way, check out my dragon. Hier ist es severe case of babyface. Irgendwann schnappe ich mir ihr Handy und pack nur Polka-Musik drauf oder sowas. Ich muss zugeben, Yugi, das war unglaublich. Ich muss zugeben, Shuddy, das war echt eine lahme Nummer. Alter. Das hätte ein Tutorial-Gegner bringen können. Wir haben kein einziges Monster verloren, oder? Ja. Shuddy. Ich kann es kaum erwarten, mich wieder mit dir zu duellieren. Mit Sicherheit nicht, Shuddy. Kannst du dir in die Haare schmieren. Das... Wow. War lächerlich. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Massenlevel? Nice. Ja, Mann. Oh, mehr Power für die Kakerlake, die nichts gemacht hat in dieser Runde. Genau wie die Harpie. Komm, gib mir mal den hier, gib mir den. Und gib mir den. Yes.